moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe unseres Fair Talks an Land. Wir sind wieder zu Gast bei der Familie Hennersdorf im Weserschlösschen und haben an unserem Stammplatz Platz genommen und uns heute auch einen ganz spannenden Gast eingeladen. Es geht um ein Thema, was im Grunde genommen seit den 80er Jahren hier in der Region, in ganz Deutschland diskutiert wird, aber auch besonders hier in der Region. Das Kernkraftwerk Unterweser hat 1978 seinen Dienst hier aufgenommen. Natürlich gab es im Laufe der Geschichte viele Demonstrationen gegen das Atomkraftwerk, was zu den leistungsstärksten hier in Deutschland gezählt hat. Seit 1980 gab es dann eine Bewegung, die darum gekämpft hat, dass dieses Atomkraftwerk stillgelegt wird. Sie kennen alle die Entscheidung, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigen will. Seit 2011 ist es dann genau zur Stilllegung des Atomkraftwerkes Esensham gekommen. Aber damit waren die Probleme ja noch nicht vom Tisch, denn es ging natürlich darum, wie das Atomkraftwerk zurückgebaut wird. Da gab es 2016, um Sie jetzt mit vielen Daten und Fakten erstmal am Anfang zu füttern, eine Geschichte in der in Rodenkirchen, wo 4 Tage lang diskutiert wurde mit allen Beteiligten, wie dieser Rückbau auszusehen hat. 2018. Da gab es dann die Entscheidung vom niedersächsischen Umweltministerium, dass der Rückbau stattfinden kann. Aber es gab noch viele Dissens, 20 Punkte an der Zahl. Und die haben dazu geführt, dass es zu einer Klage gekommen ist. Und einen der Klageführer sozusagen oder jemand, der es mit auf den Weg gebracht hat, habe ich mir eingeladen. Diese Klage, die ist nie zur Verhandlung gekommen. Stattdessen gab es eine Mediation. Und da liegt jetzt das Ergebnis vor und die Mediation wurde angenommen. Und diesen ganzen kompliziert klingenden Vorfall, den wollen wir uns jetzt ein bisschen erklären lassen von einem Mann, der von Anfang an in der Anti-AKW-Bewegung mit dabei gewesen ist und der der Sprecher ist der Arbeitsgemeinschaft Wesermarsch, Hans-Otto Meyer-Ott. Vielleicht mögen Sie den Zuschauern erst einmal erklären, wer hinter der Arbeitsgemeinschaft genau steckt und warum es dann zur Klage gekommen ist, wo genau die Dissenspunkte sind. Ja, erstmal moin allerseits. Und das Zweite ist, unser Arbeitskreis Wesermarsch ist ein Verbund von ungefähr 70 Initiativen und Einzelpersonen. Und dem kann man beitreten, wenn man Interesse an Anti-Atom zum Atomkraftwerk Esensham, sagen wir ja, weil die Gemeinde hieß Esensham, auf dem das Atomkraftwerk steht und stand. Ne? Aber 1975 hat es eine Gebietsreform gegeben, auch in der Wesermarsch, wo eine neue Gemeinde, nämlich die Gemeinde Stadtland, geschaffen wurde. Und da wurde dieser Ortsteil Kleinensiel mit dem Standort des Atomkraftwerks der Gemeinde Stadtland zugeschlagen. Und der Hauptort der früheren Gemeinde Esensham, nämlich Esensham selber, wurde der Stadt Nordenham zugeschlagen. So von der historischen Bedeutung. Und deswegen sagen wir nach wie vor Atomkraftwerk Esensham. Und Hintergrund war, dass wir die ganze Zeit, uns seit den 80er Jahren, bin ich zurück in der Wesermarsch, haben wir seit den 80er Jahren um dieserlei Fragen, Castortransporte über Nordenham oder Atomkraftwerk gekümmert und waren kurz vor Fukushima so weit, dass wir selber eine Klage zur Stilllegung von Esensham einreichen wollten. Und dann kam Fukushima dazu. Dann hat Frau Merkel ja diese etwas überschnelle Reaktion der Stilllegung, ohne das an den sachlichen Kriterien des Atomkraftwerks anzupassen, durchgeführt und die Länderminister sind dem dann alle gefolgt. Im Ziel und im Wollen, alles in Ordnung, die Stilllegung durchzuführen. Das war ja zunächst keine Stilllegung, sondern eine vorzeitige Abschaltung des Reaktors. Und dann kam danach ein Stilllegungsverfahren, in dem wir uns jetzt befinden. Und unsere Klage, die wir im Jahr 18 eingereicht haben, war
180 Seiten umfassend, in mehreren Schritten. Mithilfe des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg mussten wir das niedersächsische Umweltministerium quasi zwingen, notwendige Informationen auch ins Netz zu stellen, der Bevölkerung zugänglich zu machen. Und das ist dann geschehen. Und deswegen hatten wir in mehreren Schritten die 180 Seiten Klage eingereicht. Und diese Bandbreite, Sie hatten das eben angedeutet, ist recht breit gewesen. Da gehörte das Freimessen dabei, weil all das, was freigemessen ist, ist ja nicht ohne Relativität. Und diese Freimessfragen sind dann auf die Deponie Keseburg bei Brake bezogen. Da will man das unterbringen, was freigemessen ist, aber nicht ohne Radioaktivität ist. Oder die Wasserfragen. Wir befinden uns hier im Brackwasserbereich. Das heißt, von der Mündung der Weser bis Brake ist eine Überschneidung von Salz- und Süßwasser da. Und diese Bedeutung dieser Überschneidung wirkt sich auf Abwasserwerte, aber auch auf Lebewesen, die da sind, relativ stark aus. Und wir haben uns einen Kläger gesucht, der eine Reitfläche an der Weser in Sichtweite des Atomkraftwerkes sein eigen ist. Weil sie selber nicht klagen durften. Nein, es können anerkannte Naturschutzverbände klagen, aber die waren leider nicht hinreichend im Thema. BUND, NABU, Biologische Schutzgemeinschaft von der Weser Ems, Landesverband Bürger- und Zertifizierung Umweltschutz. Und da die nicht hinreichend im Thema waren, mussten wir das selber praktizieren. Deswegen haben wir uns diesen Kläger, der Reitfläche selber Eigentümer ist, suchen, weil diese Reitfläche wird zweimal am Tag überspült von dem Wasser, Ebbe und Flut, ne? Und hat damit Auswirkungen des Ablasses vom Atomkraftwerk landen auf seiner Fläche. Und deswegen hat er an dem Punkt eine sehr ernstzunehmende Bedeutung dabei. Und wir haben dann festgestellt, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg leider nach 2 Jahren, 18 bis 20, uns auch nur informell informiert hat, dass deren Personal zu gering sei und man sich mit der Klage nicht hat ausreichend beschäftigen können wegen der Personalknappheit. Das ist eigentlich ein Skandal für sich, dass ein Gericht nicht hinreichend Personal hat, um dieserlei Fragen zu behandeln. Aber wir haben uns dann von den Richtern dahin leiten lassen, ein sogenanntes Mediationsverfahren durchzuführen. Vielleicht für alle, wo ist da der ganz große Unterschied zwischen einer klaren Verhandlung, wo die Klage verhandelt wird, und der Mediation? Ja, also die Klage würde vor Gericht behandelt werden. Da würde der zuständige Senat oder zuständige Richter laden ein. Und zwar alle Betroffenen Kläger, Umweltministerium Niedersachsen als Genehmigungsinstanz und Preußen Elektra als Betroffene. So, dann würden die einladen und dann würden über die Papiere dann verhandelt werden und bei einer mündlichen Verhandlung ausgewählte Themen, die das Gericht für wichtig hält, besprochen werden von allen Seiten. Und dann würde das Gericht versuchen, einen Vergleich zu schließen oder ein Urteil zu fällen. Und dazu ist es hier nicht gekommen, weil wir ins Mediationsverfahren gegangen sind. Und das Mediationsverfahren bedeutet... Das ist auch eine Art Vergleich, ein Mediationsverfahren? Das Mediationsverfahren heißt so, von der Instanz her müssen Sie sich so vorstellen, da ist ein anderer Richter, nicht der vom betroffenen Senat, der eine Fortbildung gemacht hat. Der versucht jetzt als Diskussionsleiter, Preußen Elektra, Umweltministerium und Kläger, an einen Tisch zu bringen und zu sagen, so, wo könnt ihr euch einigen? Das heißt, das ist ein reines Einigungspapier, was dabei rauskommt, was alle drei Seiten akzeptieren. Also ganz anders als ein Klageverfahren. Und das Gericht hat sich jetzt, wenn man das mal so sagen darf, aus der Verantwortung gestohlen, indem sie diese Frage nicht behandelt haben. Und beim Mediationsverfahren hatten wir schwierige Verhandlungen mit Preußen Elektra und dem Umweltministerium, weil das Umweltministerium wollte wenig machen und Preußen Elektra wollte ein paar Sachen machen, die sie selber... Die haben sich ja immer legal verhalten, das Preußen Elektra. Das kann man nicht sagen, dass sie sich illegal verhalten haben. Die haben sich im Sinne des Gesetzes legal verhalten. Und bei den Verhandlungen haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir 4 Punkte gemeinsam besprechen und da versuchen, Kompromisse hinzukriegen. Das eine war die Umgebungsüberwachung, weil wir hier Brackwasserbereich haben, besonders empfindsam.
dass die Umgebungsüberwachung angepasst wird. Wie sieht so eine Umgebungsüberwachung aus? Werden da regelmäßig dann Bodenproben zum Beispiel entnommen oder wie muss man sich das vorstellen? Sie müssen sich das so vorstellen, alles das, was ich vom Atomkraftwerk ablasse in die Weser. Das ist ja das bearbeitete Wasser. Ja. All das gelangt in Weserwasser, in den Boden, also ins Watt und drittens in die Reitpflanzen. So, und jetzt untersucht man von Seiten offizieller Vorgaben, man nennt das RAI, das ist eine Institution, die vorgibt, wie jetzt Wasser, Pflanze und Bodenuntersuchungen zu tätigen sind. Die sind aber so allgemein gefasst, dass sie diese speziellen Dinge nicht hinreichend berücksichtigt. Und das heißt auf Hochdeutsch, wir haben beantragt, dass wir Alpha, Beta, Gamma und Neutronenstrahlen, diese vier Arten gibt es, dass nicht nur Gammastrahlen, wie das Atomkraftwerk und das Umweltministerium da untersucht, sondern auch die drei anderen Arten untersucht werden, auf Boden, Wasser, Pflanze. Und da hat sich leider beim Mediationsverfahren ist unser Vorschlag da nicht angenommen worden. Wir haben vereinbart, dass wir nicht über Internas berichten, daher lasse ich das jetzt hier, was Umweltministerium und Frau Selecta da gesagt haben. Fakt ist, dass man gesagt hat, das, was da ist, und das ist Teil der Mediation, einer von vier Punkten, das, was da ist, ist ausreichend. So, da konnten wir nicht mehr durchsetzen. Das war ein kritischer Punkt, aber wir haben insgesamt abwägen müssen, wollen wir der Mediation zustimmen, ja oder nein? Wenn wir zustimmen, nehmen wir die Klage zurück. Und ihr habt die Klage zurückgenommen, ihr habt zugestimmt. Am 16. Einfach, warum? Am 16. Also ganz zufrieden. Am 16. Mai. Am 16. Mai haben wir uns entschieden, dieser Mediationserklärung zuzustimmen. Unser Kläger hat Teilergebnisse bekommen, mit denen er eher zufrieden war als wir als Initiativen, weil das Ergebnis recht dünn war. Aber de facto sind Ergebnisse da. Bei Umgebungsüberwachung, wie ich eben sagte, nicht. Da haben wir 0,00 Zugeständnisse bekommen. Der zweite Punkt war dann die Deichhöhe. Und wir wissen, dass im Umfeld des Atomkraftwerks die Deiche nicht den Bestick haben, den sie haben müssten. Und das hat man von Seiten der betroffenen Institutionen jahrzehntelang liegen lassen. Und jetzt hat man dort ein Zugeständnis gemacht in der Weise, dass man jetzt sagt, unabhängig vom Mediationsverfahren, also rechtlich nicht verbindlich, wird es ein Deichtreffen geben mit Behörden, also beispielsweise ein Deichgraf, sagt man hier ja noch in der Region, also ein Leiter eines Deichbandes. Und der Deichband in der Wesermarsch geht vom Jadebusen über Blexen bis runter nach Elsfleth, wo die Hunte beginnt. Ne? So, und das heißt, genau genommen würden diese Institutionen, die da zutreffend sind, Niedersächsische Landesamt für Wasser- und Küstenschutz und Naturschutz, da ist auch Deichschutz dabei, würde von denen jemand hinzukommen und auch die obere Deichbehörde, was früher Bezirksregierung war, heute nennt man das anders, aber de facto ist das noch so. Und die Deichbehörde, die es bei jedem Landkreis gibt. Mit denen treffen wir uns dann und würden dann im Laufe dieses Jahres und würden dann ausgucken, wo sie nachbessern. Unsere Punkte waren als Beispiel auch durch Tipps von einem Deichgrafen, den wir hier in der Unterweserregion haben, dass man eben Ringdeiche um das Atomkraftwerk herum nachbessern müsste, weil selbst wenn alles abgebaut ist, gibt es ja noch weitere drei Lager auf dem Gelände des Atomkraftwerkes. Erstens das Lager für abgebrannte Brennelemente. Zweitens das sogenannte Bleefasslager, wo in den 90er Jahren in Mol in Belgien Putzlappen und dergleichen hingeliefert worden sind. Und die hat man dort quasi in 200 Liter Fässer gepackt, Beton drüber und zurück. Und da hat man versehentlich auch organische oder größere Teile organischer Stoffe mit reingepackt und dann lagerte das hier in diesem Lager und blähte sich auf. Daher ist das Blähfasslager. Und das dritte Lager ist jetzt für den Rückbau gebaut worden. Und für diese Lager werden wir Jahrzehnte auf jeden Fall hier noch in der Region haben. Und das heißt, Sturmflutgefährdung ist in verstärktem Maß nach wie vor da. Und da muss man sich darum kümmern, dass dann auch Deichschutz besser wird, als er bislang war. Und wir haben dort keine klare Vereinbarung,
sondern wir haben nur eine Vereinbarung, dass es eine solche Veranstaltung geben soll. Wie die Ergebnisse umgesetzt werden sollen, ist in der Mediationserklärung nicht enthalten. Aber es hat immerhin den Weg gegeben, dass es eine solche Veranstaltung geben soll. Und das Dritte, wo wir noch Zugeständnisse bekommen haben, und die waren von Preußen Elektra, diese Zugeständnisse, waren die, dass die Einleitung in die Weser, weil das Brünnelmend-Lager ist ja seit Anfang 19 weg. Aber die Stoffe, die jetzt beispielsweise, wenn man frei misst, mit Kercher oder mit stahlähnlichen Sachen zum Abreiben von Beton oder dergleichen verwendet werden, da fallen ja Stoffe aus, die mit Radioaktivität versehen werden. Und die lagern dann in sogenannten Absetzbecken. Und dann fügt man diesen Absetzbecken bestimmte Stoffe zu und dann wird das Ergebnis in die Weser eingeleitet. So, und jetzt hatte man bis quasi 16. Mai die Handhabung so, dass die Grenzwerte, die aufgrund des Betriebs des Atomkraftwerkes da waren, also von 78 bis 2011, dass diese Grenzwerte bis zum 16. Mai des Jahres 22 fortgehalten. Und jetzt hat man den Tritium-Grenzwert um 71% Preußen-Elektra-Bereitschaft herunterzusetzen und zweitens alle anderen Isotope, radioaktiven Isotope, um 46%. Das ist ein gewisses Zugeständnis, wo weniger in die Weser eingeleitet werden, wo man sagen kann, richtiger Schritt. Aber dieses wird nur ins Betriebshandbuch eingetragen und unterliegt damit nicht der neutralen Überwachung. Und deswegen sind wir der Meinung, dass tatsächlich die letzte Einleitungserlaubnis für das Atomkraftwerk einzuleiten in die Weser stammte aus dem April des Jahres 20, dass sie angepasst werden muss. Und das ist aber jetzt nicht Teil des Mediationsergebnisses. Deswegen prüfen wir ernsthaft, ob wir eine reine wasserrechtliche Klage neu initiieren, um Preußen Elektra zu zwingen und vor allen Dingen das niedersächsische Umweltministerium zu zwingen, auch gesetzliche Anforderungen in hinreichendem Maß einzuhalten. Sie sehen, das ist nicht so ganz einfach, das Thema. Wir haben uns über Jahre da selber als Laien schlau gemacht, sodass wir in Teilen auch ein wenig schlauer in dem Thema waren als bezahlte Leute dafür. Aber jetzt ist ein Schnitt gewesen. Wir haben dem zugestimmt, den Mediationsergebnissen mit diesen kleinen Ergebnissen, weil wir die Befürchtung hatten, dass das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg seine Nichttätigkeit weiterführt. Also nicht tätig wird. Und das, was Sie zwei Jahre lang bis 2020 gemacht haben, dass das weitergeführt wird. Das war so ein Grund, deswegen haben wir gesagt, wir stimmen dem zu, aber wir prüfen auch gleichzeitig diese reine wasserrechtliche Klage, die ist dann zu richten an das Niedersächsische Landesamt für Wasserküstenschutz, Naturschutz. Eine Tochterorganisation des niedersächsischen Umweltministeriums. Aber formell ist nicht zuständig. Formell ist die Anklage vom Tisch, die ist ja sozusagen durch die Mediation jetzt weg. Das Ergebnis haben Sie akzeptiert, so dünn es auch ist. Ja, wir haben es akzeptiert, na gut, eher toleriert. Oder toleriert, es ist auf jeden Fall von allen Beteiligten dann unterschrieben und damit ist die Klage vom Tisch. Aber wann entscheidet sich denn, ob es tatsächlich jetzt rein auf den Aspekt, den Sie gerade genannt haben, auf die Wasserqualität, ob es da noch eine Klage geben wird oder nicht? Ja, das werden wir in den nächsten Monaten entscheiden. Das läuft uns ja nicht weg, weil wir erst diesen Deichschutztermin um die Sommerferien diesen Jahres herum über die Bühne bringen wollen und sehen wollen, inwieweit man dieserlei Fragen des Bestickes, also der Deichhöhe, anpasst. Wenn man nicht bereit ist anzupassen, ist es ein weiterer Grund, eine wasserrechtliche Klage zu machen. Das wollen wir aber zunächst abwarten. Wer wird bei dem Gespräch dabei sein und ist das schon terminiert, wann das stattfinden wird oder ist das nur eine lockere Vereinbarung? Nein, der Termin findet ohne Presse und andere Öffentlichkeit statt, sondern nur von wir haben einen siebenköpfigen klagebegleitenden Arbeitskreis, der seit 2017 die Arbeit da gemacht hat. Und dieser siebenköpfige Arbeitskreis entscheidet über alle Schritte. Und das heißt genau, da sind auch BUND dabei und früher gab es hier eine Bürgerinitiative, die hieß Aktion Z.
Genau. Die sind auch dabei oder deren Sprecher, sodass wir eine relativ große Breite neben unserem Arbeitskreis Wiesamer-Schleuthen sind, BUND und Aktion Z auch dabei. Das heißt, die entscheiden, wie das geschieht. Und wir würden, und die nehmen auch an diesem Deichschutztermin teil. Und wenn wir dann feststellen, dass die dort gut tätig geworden sind, dass sie sagen, so, wir holen unsere Fehler der letzten Jahrzehnte nach, indem wir die abarbeiten, dann wäre das kein weiterer Grund für eine wasserrechtliche Klage. Aber es kann auch genau umgekehrt ausgehen. Und das wollen wir abwarten. Aber es ist natürlich nach wie vor, wenn man auch das Ganze hört, immer noch ein wichtiges Thema. Wenn man mit Menschen spricht, die nicht so im Thema drin sind, dann ja gut, Anti-Atomkraftbewegung ist ja eigentlich nicht mehr sinnvoll, weil die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Aber erstens um uns herum feiert die Atomkraft fröhliche Urstände, wenn man nach Frankreich guckt. Und das Thema der Entsorgung ist ja nach wie vor ein großes Thema. Das Thema des Rückbaus ist nach wie vor ein großes Thema. Also ist auch die Aktionsgemeinschaft noch aktiv. Und der Arbeitskreis. Der Arbeitskreis immer noch sehr aktiv und an vielen Themen dran. Es gibt auch, ich habe noch hier einen Flyer hier liegen, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Es gibt eine Anti-Atom-Radtour 2022. Erzählen Sie uns kurz ein bisschen, was mit der Anti-Atom-Radtour auf sich hat, von wo bis wo die stattfindet und wie man teilnehmen kann. Ja, gerne. Also die Gruppe Ausgestrahlt hat ihren Sitz in Hamburg. Und ist aufgebaut worden von Jochen Stey, der vor 2 Monaten leider gestorben ist. Einer unserer Köpfe der Anti-Atom-Bewegung in dieser Republik. Und Ausgestrahlt hat die Besonderheit, dass sie von der Anti-Atom-Bewegung Spenden erhalten und dadurch bezahlte Mitarbeiter. Und diese bezahlten Mitarbeiter unterstützen dann vor Ort Dinge. Und so hat man als eine der Ideen für dieses Jahr an die Atomfahrradtouren im Norden der Republik, also von Kalkar über Esenzamm, Bremen und dann bis Gorleben hin. Und in Süddeutschland ebenfalls hat man vor, Anti-Atom-Fahrradtouren zu gestalten. Und jetzt ist die Besonderheit, man kann sich über, wenn Sie sich ein Informationsblatt besorgen wollen oder sich sagen, am 19. oder 20. Juli wird die Wesermarsch erreicht, will ich daran teilnehmen. Ein Teilstück. Nicht alles, sondern ein Teilstück. Man muss ja nicht gleich 1000 Kilometer mitfahren. Dann müsste man ausgestrahlt.de/Radtour anklicken und darüber kann man sich anmelden und sagen, ich fahre von da bis da mit. Und bei uns in der Wesermarsch läuft das am 19. Juli, das ist ein Dienstag, begrüßen wir die Fahrradfahrer, geschätzt gut 40 Personen, begrüßen wir in Jaderberg. Und in Jaderberg gibt es einen Nettomarkt und der hat einen Parkplatz. Da begrüßen wir die und besprechen das mit Polizei und Ordnungsamt des Landkreises. Ist das vorbesprochen, wie das laufen soll. Und dann fahren die Fahrradfahrer weiter. Und die nächste Station, wo man hinzukommen kann, ist bei der Grundschule in Schwei. Und die Grundschule in Schwei hat die Möglichkeit, überdacht zu essen, Mittagessen. Eine Stunde Mittagspause ist da. Ab ungefähr, wenn man die Fahrradtour dazu nimmt, kommen die an in Schwei um 14 Uhr. Und dann würde bis 15 Uhr die Mittagspause in Schwei stattfinden. Und in der Zeit kann man dort überdacht essen. Eine Essensgruppe hat Ausgestrahlt dazugeholt, die ganze Zeit dabei ist. Und ein dreiköpfiges besetztes Auto von Ausgestrahlt, die ganze Strecke mitfahren. Und wir sind als Arbeitskreis Wesermarsch, haben das für die Wesermarsch geplant, in Abstimmung mit Ausgestrahlt. Und haben das mit Polizei und Ordnungsamt des Landkreises schon abgestimmt. Das heißt, die Fahrradfahrer dürfen bei Bundesstraßen nicht die rechte Straßenseite benutzen, wegen Gefährdung des Verkehrs, sondern müssen die dort vorhandenen Radwege nutzen. Und bei allen anderen Straßen, Landesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen, dürfen die Radfahrer die rechte Straßenseite nutzen. Und die Polizei wird in größeren Teilen dabei sein mit einem Fahrzeug und uns in gewisser Weise schützen.
Also entweder vorne wegfahren oder hinterher fahren. Ne? Und dann würde nach Schwei, wo man auch hinzukommen kann in der eben genannten Zeit, ein für uns relativ wichtiger Eckpunkt dazu kommen, nämlich das Atomkraftwerk. Und das Atomkraftwerk nahe des Ortes Kleinsiel, wenn man jetzt durch den Ort Rodenkirchen fährt und die alte sogenannte Kernkraftstraße, die Kreisstraße 193 nutzt. Und da früher gab es ja eine Fähre von Kleinsiel rüber nach Dedesdorf. Da liegt auf zwei Drittel Weg das Atomkraftwerk. Und dort beim Haupttor, das an der Hauptstraße da ist, treffen wir uns und dort würde eine Kundgebung stattfinden. Also zu Atom, weil in diesem Land ist die Frage des Atoms immer noch nicht entschieden. Formell ja, aber die Atomics, sagen wir immer, also die vom Atomvirus erkranken, die versuchen im Augenblick wieder Atom durchzusetzen. Und die drei letzten Atomkraftwerke, die Ende des Jahres stillgelegt werden sollen, davon ist ja unter anderem Brockdorf dabei und auch Lingen, ne? Und Grunde. Eins ist schon, und diese drei sind Thema der Stilllegung, wo wir darauf achten müssen, dass die Atomics nicht vergangene Zeiten der letzten Jahrzehnte wiederholen, weil die Atomenergie ist besonders gefährdend als Klima, weil sie haben 100 Gramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde Strom mehr Klimabedeutung als die regenerativen Energien. Als Beispiel, das erzählt die Atomwirtschaft meistens nicht. So, deswegen müssen wir da auch aufpassen und appellieren an alle Zuhörenden, auch sich da einzubringen und nicht auf dem Sessel sitzen zu bleiben. Dann nach der Kundgebung beim Atomkraftwerk fahren die Fahrradfahrer zur Großsporthalle nach Brake. Und dort würde um 19.30 Uhr unsere Hauptbesprechungsrunde zu Atomthemen der Wesermarsch stattfinden. Mit Interessierten und so weiter, da können auch Leute hinzukommen. Also bitte ausgestrahlt.de/Radtour nutzen und sich anmelden, selbst wenn es nur für Teilstrecken sind, damit man diesen Zeitpunkt nicht verpasst. Weil bis gut Mitte Juni kann man sich da anmelden. Also auf ausgestrahlt.de/Radtour kann man sich informieren. Ansonsten über den Arbeitskreis, über die Arbeitsgemeinschaft Wesermarsch. Arbeitskreis Wesermarsch kann man sich ebenfalls informieren. Ich bedanke mich bei Hans-Otto Meyer-Ott für den Besuch bei uns im Studio. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sind in der nächsten Woche dann wieder mit dabei, wenn wir uns einen neuen Gast hier an unseren Stammtisch geladen haben. Machen Sie es gut. Tschüss.